weil ich hantiere ja jetzt wieder erst einmal mit dem Sprit kurz rum. Mhm. Also, von hier weg nach hinten, also sprich Tank, hat man ja komplett sauber gemacht. Es kann sein, dass noch was im Filter war oder eben in der anderen Benzinpumpe. Tja, und von der Benzinpumpe geht ja bloß der Schlauch raus. Sprich, ich lasse jetzt hier ein bisschen was rein, wenn es rausläuft. Ich lege mal hier die Cam hin. Ja, so könnte es gehen, halbwegs. So, und dann mache ich einfach mal schnell die Zündung an. Halt hier den Hahn noch aufmachen. Und es blubbert ein bisschen was raus. So. Und den Schlonzebart hier, da muss ich jetzt gucken, ob da noch irgendwas von der Pissbrühe drin rumschwimmt. Könnt ihr das sehen? Das gefällt mir gar nicht. Da. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber das werde ich jetzt noch ganz genau untersuchen. Irgendwie. Ich glaube, da brauche ich noch einen neuen Kraftstofffilter. Irgendwo muss da ja was drin hängen noch. Das gefällt mir ja gleich gar nicht. Da unten ist so ein richtiger Boah, ich glaube, ich kotze ab. Tja, was soll ich sagen? Es war wirklich noch was an Schlonze drin. Das habe ich jetzt noch ein paar Mal gemacht. Den Filter raus, extra durchgespült. Die Benzinpumpe ohne Filter nochmal durchgespült. Es kam da nochmal was, ein bisschen was, aber bis jetzt nichts mehr. Wir werden nachher auf alle Fälle mal noch das Moped durchrütteln, die Pumpe nochmal rütteln, losschrauben, nochmal durchschütteln und dann den ganzen Scheißdreck nochmal durchlaufen lassen, bevor ich den Schlauch dann endgültig am Vergaser anschließe. Ja, und hoffen, dass dann wirklich nichts mehr mitkommt von dem ehemaligen Schlonzdreck. So. Aber jetzt setze ich erstmal die Vergaserle ein, fülle nachher den Tank oben wieder auf, den Minitank, und ja, dann geht's weiter. So Leute, Vergaser drin und angeschlossen. Und jetzt mache ich wirklich nochmal den ultimativen Schlonzetest hier. Wo ist mein Spritzschlauch? Der ist hier. Da werde ich aber gleich die Kamera weglegen. Indem ich hier an der Benzinpumpe rumrüttel, die habe ich jetzt nochmal losgeschraubt und wirklich gucke, ob da noch irgendein Rotz mit rauskommt. Ich sage euch dann gleich das Ergebnis. Kurz abwarten, weil das Zeug hat sich dann echt immer so, wenn es sich zusammengezogen hat, blau gefärbt. Aber ich denke, da kommt keine Schlonze mehr mit. Leute, wenn das jetzt wirklich der Fehler gewesen wäre oder war, habe ich den sozusagen in mehreren Etappen rausgefiltert, rausgelöst, beseitigt. Einmal den Tank damals sauber gemacht, jetzt noch den Rest gescheit durchgespült. Die Vergaser nochmal aufgemacht, auch gut, die hat der Kollege aufgemacht. Gott sei Dank habe ich da nichts mehr zahlen müssen. Das hat er so schnell gemacht und der hat mich ja jetzt letztendlich noch auf die Spur gebracht und mir noch empfohlen, bevor ich einen Sprit wieder einfülle, in den Behälter reinzulassen, um das zu kontrollieren. Und ja, den Sprit habe ich halt jetzt über die Pumpe laufen lassen und beim ersten Mal war ja wirklich ein Haufen Zeug dabei, beim zweiten Mal fast nichts mehr und danach war es dann gut. Jetzt hoffe ich, dass es wirklich gut ist. So, schließe ich den Spritzschlauch an der Vergaser an. Nochmal gucken hier. Nein, da ist nichts mehr drin, definitiv. Geil. Ja,
Spritzschlauch an der Vergaser anstecken, anschließen und dann können wir zusammen mal schauen, ob es läuft. So, ich probiere es jetzt. Zündung noch nicht angewiesen, aber jetzt, die mache ich jetzt erst zweimal anders. Die Vergaser, die Schwimmer kann man sich erstmal wieder füllen. So, Attacke. Tja, und jetzt? Wie beim letzten Mal der Vorführeffekt. Aber sie will schon. Ich mache jetzt die Cam aus und dann springt sie 100 Pro an, wie immer. Läuft mit ein bisschen Startpilot. Jetzt nicht mehr. Aber jetzt sollte sie wieder anspringen. Das Ding verarscht mich jetzt. Nach Strich und Faden. So, soweit läuft sie. Erst einmal wieder abkühlen lassen, hoffentlich springt sie dann auch wieder an. Ich werde jetzt Luftfilterkasten wieder draufsetzen, alles zusammenbauen und dann schließe ich nochmal das Synchrometer an und schaue mir das nochmal an, ob die wirklich alle jetzt synchron laufen. Ja, und wenn das soweit ist, schaue ich jetzt endlich nach dieser scheiß Lampe vom Tacho. Da weiß ich noch nicht, ob ich das vorne wirklich alles wegbaue. Ich werde es nochmal probieren mit den magischen Fingerchen. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie hin. Naja. Und Spiegel, die brauche ich nicht mehr lackieren, wie ich es mal gesagt habe, weil auf dem alten Spiegel bildet sich ein Fleck. Und kann man wegschmeißen. Scheiße. Naja, so ist es halt, wenn man Billigspiegel aus dem Ausland bestellt. Muss ich mal bei Polo oder Heingericke oder wie die ganzen Läden heißen, gucken, ob ich da vielleicht ordentliche, schöne Spiegel herkriege. Naja, eins nach dem anderen jetzt.